Guten Tag, sehr geehrte Anwesende. Von mir ein paar Worte, wie angekündigt. Wir erleben ja heute, die Ampel nimmt Formen an, aber sie verspricht viel zu wenig und sie zementiert die soziale Ungleichheit. Scholz stellt heute sein SPD-Kabinett vor. Es sind die Köpfe, die mehr Fortschritt wagen wollen, aber es sind große Worte einer Koalition, die in ihrem Veränderungswillen auf Ideen beschränkt ist, die hauptsächlich den Status quo der Ungleichheit, da vor allem der sozialen Ungleichheit, bewahren und Bestehendes im Wesentlichen nur kosmetisch verändern werden. Für unser aller Wohl kann ich dem Kabinett Scholz im Voraussichtlichen nur das Beste wünschen, aber wie Sie den nötigen Schritt nach vorn schaffen wollen, das ist mir tatsächlich auch ein Rätsel. So soll der Paragraph 219a Strafgesetzbuch abgeschafft werden, medizinisches Fachpersonal kann also jetzt über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Das finde ich richtig gut. Aber eine bessere Bezahlung von medizinischem Fachpersonal hingegen ist mal wieder verschoben worden. Das zeigt ganz gut die verschiedene Bedeutung dessen, was einerseits versprochen wird und was andererseits praktisch, sozial, aber auch in der Umsetzung abgesichert wird. Und nehmen wir etwa die versprochene Bürgerversicherung. Die ist sang- und klanglos verschwunden, ebenso wie die bessere Finanzierung des Gesundheitssystems, also das, was in dieser Situation, in der wir uns befinden, wirklich gebraucht werden würde. Ja, und dann sehe ich das positive Signal von Christine Lambrecht. Sie will neue Verteidigungsministerin werden und alle Auslandseinsätze überprüfen. Sie will Exit-Strategien diskutieren. Das begrüßen wir als Linke ganz ausdrücklich. Das Afghanistan-Desaster hat uns ja gezeigt, wir müssen Lehren ziehen, denn wir brauchen dringend eine neue friedliche Außenpolitik. Aber gleichzeitig schaue ich mir den Koalitionsvertrag an und sehe, es sollen bewaffnete Drohnen angeschafft werden. Sie sollen zum Einsatz kommen und die Bundesrepublik soll sich hieran beteiligen. Ich sehe da einen enormen Widerspruch, denn Bomben für den Frieden, das wird es doch niemals geben. Das haben doch die letzten 20 Jahre gezeigt. Ich sage Irak, ich sage Afghanistan, die ganzen Interventionen, die sind doch alle gescheitert. Und warum man diesen Weg weitergehen will, jetzt nochmal verschärfen will mit Drohnen, ist uns als Linke in keiner Art und Weise klar. Oder nehmen wir das Beispiel Klimaerwärmung. Der Kohleausstieg soll idealerweise, was auch immer das heißt, bis 2030 erreicht werden. Der Ökostromausbau soll beschleunigt werden. Ein Qualifizierungsgeld für den Strukturwandel eingeführt und die E-Mobilität gefördert werden, das finden wir natürlich im Prinzip schon richtig. Aber es gibt zwei Punkte. Zum einen, das Qualifizierungsgeld muss natürlich zu einem sozialen Garantiegeld umgebaut werden. Es darf nicht nur als Zuschuss im Ermessen oder Ähnliches liegen, sondern es muss den drohenden sozialen Abstieg, der mit dem Strukturwandel zusammenlaufen kann, den muss er verhindern. Es muss also eine Garantie geben. Und zum Zweiten, alles das steht unter dem Lindner-Vorbehalt. Alles das steht unter dem Lindner-Vorbehalt der Finanzierung, der fehlenden Finanzierung vor allen Dingen. Und daran wird die Ampelkoalition noch schwer zu knabbern haben, ist meine Sorge. Denn alle diese im Prinzip sinnvollen Projekte, die ich gerade beschrieben habe, stehen eben unter diesem Lindner-Vorbehalt. Tempolimit ist Fehlanzeige, Dienstwagenprivileg bleibt, kein Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor und bei den Preisen für die Bahn, die sollen nur dann sinken, wenn es noch irgendwo Geld gibt. Daran kann man schon ganz gut sehen, alles steht auch hier wieder unter dem Finanzierungsvorbehalt und selbst da, wo es womöglich noch nicht mal Geld kosten würde, dort wo wir also Regulierung benötigen, wird es unter dem Irrsinn einer Anti-Verbotspolitik, so wie es beschrieben wird, dann auch noch ausgebremst. Wir finden das nicht richtig. Selbstverständlich brauchen wir politische Regulierung. Dort, wo unvernünftiges Verhalten, dort, wo wir eine andere Regulation der Gesellschaft benötigen, muss es selbstverständlich auch neue und gute Regeln geben. Und endgültig düster sieht es dann aus beim Thema soziale Gerechtigkeit. Beim unbenannten Hartz IV wird es weiterhin Sanktionen geben. Die Regelsätze werden nicht steigen, sondern sie sollen neu definiert werden. Das Existenzminimum soll neu definiert werden. Also mir erscheint das tatsächlich so wie mit dem Spruch,
die Gegend ist, die Karte ist richtig, nur die Gegend ist falsch. Und an dieser Stelle, finde ich, sollten wir dringend zu einer anderen Lösung kommen, müssen wir zu einer anderen Lösung kommen, wenn es sozial gerecht sein soll. Die Rente wird gerade so stabilisiert. Zusätzlich wird mit der Altersvorsorge jetzt an der Börse gezockt. Und stabilisiert heißt ja auch, die neue Ampelkoalition führt einen Nachholfaktor ein. Das bedeutet, die Rentenerhöhungen, die in Zukunft kommen werden, werden angerechnet durch die bislang jetzt laufenden Rentenerhöhungen, die über dem Plan laufen. Das heißt, es wird eine Absenkung der Rentenerhöhung geben. Das ist die Stabilität der Ampelkoalition. Das kann so nicht sein, das ist auch nicht gerecht. Das Mietenthema geht an allem vorbei, was wir über die Mietenkrise wissen. Bauen heißt die Antwort, die GroKo versucht, und das ist doch seit Jahren nicht der Weg, das hat doch Berlin gezeigt. Das kann nicht der Erfolg sein, sondern wir brauchen hier eine Begrenzung der Mieten. Wir brauchen hier eine soziale Regulierung der Mieten. Das ist die Antwort, die wir benötigen, nicht einen Bauen, 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 kopflos, so wie die Ampelkoalition handelt. Kurzfortschritt gibt es nur dort, wo Bestehendes nicht berührt wird. Es soll bloß keine Ungleichheit, kein Reichtum umverteilt werden. Und Fortschritt gibt es eben dann auch nur dort, wo es nichts kostet. Das ist Fortschritt mit angezogener Handbremse, mit Blockade schon von Anfang an. Das kritisieren wir als Linke. Es ist eine Fortführung der bisherigen Politik am Ende. Gewinnen werden die, die jetzt schon auf der Sonnenseite sind. Diejenigen, die aber eigentlich die Hilfe benötigen, die eine verbesserte Politik benötigen, die eine soziale Politik benötigen, die große Mehrheit, aber eben auch die Umwelt wird damit verlieren. Denn wenn man sich die Vermögensbelastung nicht verändert, dann bleibt am Ende trotz allem guten Willen alles so, wie es ist. Und das wollen wir als Linke auch in Zukunft kritisieren. Zum zweiten Punkt, das Kurzarbeitergeld angepasst. Mit Blick auf die Pandemie und ihre Folgen machen mich die politischen Entscheidungen der Ampel da auch wirklich fassungslos. Die Ampel hat die pandemische Notlage auslaufen lassen und das Ganze so erzählt, als wäre die Pandemie faktisch vorbei. Währenddessen mussten Krankenhäuser, schwerstkranke Menschen im Land umherfliegen, weil die Intensivstationen voll waren. Und jetzt, nach diesem Versagen innerhalb der Pandemiekontrolle, wird auch noch ein zentrales Argument der sozialen Absicherung zusammengestrichen, einfach auslaufen lassen zum 31.12., nämlich das erhöhte Kurzarbeitergeld. Das Kurzarbeitergeld in einer Lage wie diese zu erhöhen war, und das will ich hier so deutlich sagen, ein wichtiger und richtiger Schritt. Jetzt in einer der schlimmsten Phasen der Pandemie, dieses sinnvolle Instrument zu streichen oder jedenfalls noch nicht umgehend zu verlängern, das ist Kopf und das ist herzlos. Ich fordere die Ampelkoalition dringend auf, das zu korrigieren. Mir ist schon klar, dass Herr Lindner sich gerne als Minister einer sparsamen Regierung sehen will, aber dieser Schritt zeigt nicht nur von einem Mangel an Einsicht und einem Mangel an Weitsicht, sondern er lässt mich auch an die Kompetenzen dieses Führungspersonals zweifeln. Die Leidtragenden dieser Politik sind diejenigen, die in dieser Pandemiesituation um ihren Arbeitsplatz bangen. Ich hoffe, dass die neue Bundesregierung das dringend korrigiert. Andernfalls werden wir viel größere Schwierigkeiten haben, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, weshalb die Kontaktbeschränkungen, die wir als Partei, aber auch als Gesellschaft richtig finden müssen, warum die nicht zulasten derjenigen gehen sollen, die jetzt darunter eben besonders leiden. Das ist ein Punkt, der wird die Akzeptanz der Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung nicht erhöhen. Das ist fahrlässig und deswegen muss das dringend geändert werden. Dankeschön. Herzlichen Dank. Gibt es dazu Fragen? Frau Palzer, bitte. Herr Schindler, in Ihrer Partei wurde in den letzten Jahren immer wieder Geschlossenheit programmiert und erhofft. Jetzt bei dem großen, für die Menschen sehr wichtigen Thema Impfpflicht hat sich der Parteivorstand für eine Impfpflicht ausgesprochen. Die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali zeigt sich da deutlich zurückhaltender, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Von Sarah Wagenknecht will ich jetzt gar nicht sprechen. Wie wollen Sie da Ihre Partei bei diesem Thema Impfpflicht, ich sage es mal platt, auf Linie bringen?
Nun ja, wir haben im Parteivorstand am 30.11. über mehrere Stunden und unter anwesenden Expertinnen und Experten, etwa die Gesundheitsministerin aus Bremen, die mit einer sehr hohen Impfquote dort auch aufwarten konnte, mit einem Lungenarzt, mit verschiedenen weiteren Expertinnen und Experten gesprochen. Und am Ende hat sich der Parteivorstand nach einer durchaus kontroversen Diskussion über die Frage einer Impfpflicht als Ultima Ratio dafür entschieden, dass er das als Ultima Ratio für eine sinnvolle Variante hält. Wir waren uns aber auch einig, dass wir, und das war das Gros der 3 bis 4 Stunden, in denen wir dort diskutiert haben, dass alle anderen Maßnahmen vorrangig sind und für die Bekämpfung der vierten Welle die absolute Priorität haben und auch haben können. Denn eins muss klar sein, die Impfpflicht hilft uns allenfalls in der fünften Welle, wenn es eine solche geben könnte. Und so verstehe ich auch Amira Mohamed Ali, dass sie gesagt hat, dass wir in der derzeitigen Situation das nicht als Maßnahme benennen können. Ich wünsche mir allerdings natürlich, dass die Bundestagsfraktion auch den Empfehlungen des Parteivorstandes folgt, was die Perspektive betrifft. Ich will aber an dieser Stelle das trennen und sagen, in der vierten Welle benötigen wir jetzt vor allen Dingen die soziale Absicherung. Und wir benötigen in der vierten Welle die Dinge, die jetzt notwendig sind und die Bundesregierung, die alte wie die neue, so unangemessen unterlässt. Was wir in der fünften Welle, wenn es eine solche geben sollte, machen würden, da kann die Impfpflicht dazugehören als Ultima Ratio. Das haben wir als Parteivorstand beschlossen und ich hoffe auch, dass die Bundestagsfraktion als auch die Partei das in großer Breite vertritt. Frau Frühhoff, bitte. Herr Stindl, stehen alle Minister für das Kabinett Olaf Scholz fest. Wie sehen Sie, bewerten Sie diese Ministerposten vor allem mit Blick Repräsentativität der Ostdeutschen? 2 davon sind jetzt Ostdeutsche. Naja, also ich selbst als Ostdeutscher bin da natürlich wenig glücklich darüber, wie das sich zusammengeschoben hat. Wir erleben da nach wie vor, dass die Ostdeutschen sehr stark in ihrer Lebensbiografie unterrepräsentiert sind. Und da geht es mir zum einen natürlich um die Frage der politischen Erfahrungswelt, zum zweiten geht es aber auch um die Frage dessen, was bei Ostdeutschen sich in besonderer Weise als sozial problematisch erweist. Das ist zum einen deutlich niedrigere Löhne, deutlich niedrige Tarifbindung, deutlich niedriges Vermögen, deutlich niedrigere sozialer Status in den Aufstiegsperspektiven. Und da hätte ich mir schon gewünscht, wenn in der Bundesregierung da auch personell andere Signale gesetzt worden wären. Ich wünsche mir aber vor allen Dingen, dass die Bundesregierung, die neue Koalition, sich über diese Fragen nicht nur personell, sondern vor allen Dingen inhaltlich profilieren kann. Und das tut sie bislang im Koalitionsvertrag nicht. Wer den Osten stärken will, muss die Tarifbindung stärken. Wer den Osten stärken will, muss die Möglichkeit guter Löhne stärken, muss auch die Infrastruktur im Osten insbesondere ausbauen. Die Bahnstrecken sind im Osten in den letzten Jahren viel stärker als im Westen massiv zusammengestrichen worden. Man hat also gerade strukturschwache Regionen noch weiter ausbluten lassen. Und da brauchen wir die Trendwende. Ich gebe gern zu, dass mir das unter einem Finanzminister Lindner schleierhaft ist, wie das durchgesetzt werden soll. Aber ich glaube, wir müssen da weiter Druck machen. Wir müssen die Dringlichkeit betonen, dass das jetzt zu einem Umsteuern kommen soll. Natürlich hätte ich mir gewünscht, wenn da der eine oder andere Ostdeutsche im Kabinett da das Wort erheben hätte können. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so ohne weiteres der Fall. Aber wir müssen da dranbleiben und als Linke bleiben wir da auch dran. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine schöne Woche und wir freuen uns, Sie an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen.